Herzlich willkommen, Getting Buckets. Neues Jahr, neues Glück und wir sind auf dem Weg nach Paris, denn dort ist die NBA zu Gast. Und ihr seid jetzt mit dabei und ich freue mich wie ein kleines Kind, denn wir werden so viele Leute dabei haben, dass es wie eine riesengroße Klassenfahrt wird. Und Bong ist auch mit dabei. Oh. Versprochen. Also, los geht's. What's up, you guys? This is Zach Levine. You're watching Getting Buckets. Nimm deine Sneakers, das B-Ball am Freiplatz. Ich represent den Court in deiner Heimatstadt. Du hörst den Sound ohne 808 Slug, Mann. Das ist der Classic wie Fadeaway Jumpshot. Wir sind ja für Basketballspiele hier in Paris, aber die Stadt ist so schön, dass man sie sich auch immer wieder touristisch angucken kann. Und Bong war noch nie in Paris. Ist ja nicht, hat, nein. Ist so, ne? Bonjour, soll ich. Bonjour, deswegen machen wir heute eine Bonjour-Tour und ich zeige ihm ein kleines bisschen Paris. Und euch auch, wenn ihr noch nicht hier wart. Wenn ihr schon mal hier wart, dann ja, komm. Ist halt der Eiffelturm, ne? Aber da fahren wir jetzt hin. Wind, alle Ausreden drauf. Airballs droppen, aber natürlich war nur Probewurf. Alle zwei Minuten richtiger Joachim Noah vor. Triff uns an der Coachside, Tetrapack verbohrt, weil es ist alles drauf. Ich finde, das reicht jetzt aber auch mit Sightseeing Bong. Jetzt hast du alles gesehen, was du hier sehen musst. Fast. Ich würde sagen, jetzt gucken wir Basketball, oder? Okay, ab dafür. Ja. Jan hat gesagt, die Pistons trainieren jetzt, richtig? Ist so. Da gehen wir jetzt hin. Okay, weil, man muss ja mal ehrlich sagen, die sind hergekommen, verletzungsbedingt, ist da schon einiges im Argen. Aber Rodman spielt. Ich habe meine... Nee? Meinst du, die Supersonics spielen heute auch? Ich hoffe doch, Guck dir mal diese Witze. Ja. So, aber ich habe extra neue Sneaker rausgeholt, zack, fresh out the box und gleich geht's auf den Court und dann zeige ich mal ein bisschen, vielleicht für ein paar Minuten wird's reichen. Gucken, ob ich die Pistons überzeugen. Ganz Schrank ist voller Nikes, jede Farbe mit dabei, alles Jordan, aber für die NBA hat's nicht gereicht. Besser kannst du outfitmäßig dich nicht vorbereiten. Oder? Please, just do it. Extra mit Kraft. Alles gut? Wir gucken Basketball. Yes, sir. Ich hatte ein bisschen Sorge davor, dass ich eventuell nicht weiß, worum es geht in diesem Spiel, aber ein Glück bist du jetzt da. Das heißt, du kannst mir erklären. Jerry und ich machen das schon. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ja gehört, Pistons haben nicht so viele Leute, also viele Leute auf der Android-Liste. Ich habe extra neue Sneaker rausgeholt heute. Was meint ihr? Ich habe auch Trainingssachen extra mitgenommen. Können wir Training ändern und versuchen, um einen Spot zu besorgen? Also ich bin schlecht in Dreiern und ich bin zu klein für unter Ihr beide könnt das probieren. Ich muss immer noch mal Akkreditierung kriegen in Zukunft. Aber wenn ihr euch hier ein bisschen... Macht das gut, ja. Ich kann der beste Spieler auf der Wand sein bei den Pistons. Ja. Scheiße. Das geht erstmal rein. Geld kommt und geht und was bleibt, ist der Respekt. Sag wenig, doch wenn ich rede, dann nur Fans. Jeden Tag am Ballen, gib mir einen Check. Hey, guck mal, mir ist aufgefallen, outfit-technisch bist du nah dran. Ja. Können wir nicht irgendwie versuchen, du stellst dich einfach so ein bisschen ans Spielfeld ran. Du stretchst dich so zwei, drei Mal, denn ich habe gesehen, guck mal, er spielt auch in Vierer Jordans. Das ist ja unüblich heute, aber er spielt auch in Vierer Jordans. Du Vierer Jordans, okay, ja, okay. Das setze ich jetzt neben ihn einfach auf die Bank. Und dann stretchst du, dann stehst du so auf und dann machst du einfach so. Mal gucken, ob einer kommt. Ach, geht los. Hey, hart umkämpfte Plätze hier am Court. Wir gucken den Pistons beim Training zu. Wir haben eben versucht, Jalil mit ins Team einzuschleusen, hat nicht funktioniert. Siehst du trotzdem hier fürs Spiel morgen? Siehst du Dinge, die dich überraschen oder die dir Hoffnung machen für ein tolles Erlebnis morgen? Nee, ich glaube, bei diesen Trainingseinheiten, man kann das vielleicht bis hinter uns sehen. So viel ist da jetzt noch nicht los. Solange die Presse hier drin ist, wird nur geworfen, ein bisschen Dönigens gemacht, wird nochmal wieder rausgezogen, die Spieler zu Interviews. Das ist richtig harte Training. Das ist geht erst los, wenn wir alle draußen sind. Und glaubst du, die können an so einem, also das ist ja Jetlag ein Thema, so in so einem Training hier auch volle Power gehen oder müssen es vielleicht sogar, um dann auch in Spielmodus zu sein, wenn sie so einen Flug über den Teich machen? Ich glaube, sie sind schon vorgestern angekommen. Also von daher, glaube ich, hält sie mit Jetlag halbwegs in Grenzen. Die kommen ja alle von der East Coast, ist ja kein West Coast-Team dabei. Mhm. Da sind es dann ja, 7 Stunden, ne? 6 Stunden, je nachdem. Das passt eigentlich, glaube ich, schon. Aber so richtig hardcore trainieren machst du eigentlich nicht. Du guckst schon, dass du ein bisschen ins Schwitzen kommst, dass ein bisschen der Puls hochgeht.
Aber die Amerikaner sagen oft so, with tape or without tape. Also entweder ich tape mir die Knöchel und alles oder eben nicht, wenn es nicht so hart wird. Und ich denke heute wahrscheinlich eher ohne Tape, wenn ich die Knöchel so sehe. Das wird eher so ein leichter Aufgalopp sein. Morgen ist ja auch schon das Spiel, wenn wir uns nicht überbelasten. Das wird dann viel Taktik sein. Ein bisschen werfen noch. Ein bisschen Zeit genießen in Paris. Gibt es irgendeinen Spieler, den wir besonders im Auge behalten sollten, deiner Meinung nach? Eigentlich wäre es Kate Cunningham, der ist noch verletzt. Hinten vielleicht Nummer 44, ob man das einfangen kann mit der Kamera. Das ist Bojan Bogdanovic. Der scheint wieder fit zu sein, oder? Ja, ich weiß, ob der spielt morgen. Vielleicht doch. Mal gucken. Sadiq Bey, der Mann mit der grünen Strähne, ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Aber alles in allem muss man sagen, die Pistons, naja, dieses Jahr sind nicht die Pistons unserer Väter, sag ich mal, ne? Die immer Meister geworden sind mit den Bad Boys. Das ist eher ein Team, was den Mann, der eigentlich in der Halle hier spielt, haben will. Ne? Das große Supertalent nächstes Jahr, was in die NBA kommt, Victor Wembanyama, der spielt hier. Ach echt, ja. Und von daher, vielleicht gucken Sie sich schon mal an, wo Ihr neuer Spieler herkommt. Weil so gut wie es bei denen läuft, könnte es gut sein, dass Sie nächstes Jahr als Erster in der Draft auswählen können. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Vielleicht nochmal besonders schlecht spielen, um eine gute Position zu haben. Ja gut, wir gucken uns das weiter an. Wir werden versuchen, noch irgendwas zu lernen und bereiten uns weiter aufs Spiel vor. Nico, haben sie gesagt. Du hast die Möglichkeit, auf den Platz zu kommen und ein paar Bälle zu werfen, haben sie gesagt. Das ist nicht schlimm, einfach nur einen Ball und ein bisschen werfen. Dicker, wo zur Hölle bin ich gelandet? Basketball Bootcamp, wir haben gerade Verträge unterschrieben, dass wir schon unseren NBA-Vertrag haben. Wir müssen richtig trainieren. Wir erzählen euch gleich alles, die Musik ist zu laut hier. Aber ey, ich muss hier gleich richtig, ich habe nicht mal Sachen dabei. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich habe ja, wie heißt es, ne? Fake it till you make it? Fake it till you make it. Das krieg ich schon irgendwie hin. Schauen wir schon. Und sonst irgendwie, du hilfst mir, ne? Passe ich einfach nur zu dir. Ja, einfach überpassen. Okay, ja, ja. Ich kann auch nichts garantieren, aber ich gebe mein Bestes. Habe ich viele Assists, das ist schon mal ganz gut. Im Notfall, wenn es zu schwer wird, danke schön. Also Leute, wir sind in der Arco Arena, wir kommen jetzt aufs Feld. Ich habe schon auch einiges in meinem Leben gemacht und wer mir folgt, weiß, dass ich schon einiges gemacht habe. Aber das hier habe ich noch nicht gemacht. Heftig. Oder? Heftig. Oder? Heftig. Guck mal, sogar der freut sich wie ein kleines Kind hier. Ja, es ist krass, wenn du so viel Basketball spielst, so leidenschaftlich, so lange dabei bist und selber jetzt mal auf so einem Feld stehst, ist schon brutal. Leute, wir stehen genau in der Mitte vom Court, vom Paris Game der NBA 2023. Ich glaube, ich bin Spieler. Das mit Werfen ist nicht so mein Ding. Würde es nicht beschreiben. So die ganze Zeit. Ganz schnell wieder Offensivspieler. Ray, du bist ja mein Coach hier quasi jetzt bei der ganzen Veranstaltung. Wie sollte ich mich verhalten als ein offensichtlich überragender Werfer und noch besserer Verteidiger wahrscheinlich? Ich würde dir raten, versuch so weit wie möglich Richtung Korb zu kommen, zum Stillstand zu kommen und dann reinzuwerfen. Also bei dem Talent, was ich hier sehe, es gibt ja immer so Medienspiele, ne, und NBA Finals und so, da ist schon schwierig manchmal vom Niveau, aber so ich das hier sehe, unterläuft das hier ohne Probleme, selbst die niedrigsten Niveauspiele, die ich hier gesehen habe im Medienbereich. Von daher, dribbel zum Korb, stell dich dahin, wie in der D-Jugend, dann hoch und werfen einfach aus einem halben Meter rein. Hast du deswegen nicht mitgemacht, weil du gedacht hast, das wird dir hier zu anstrengend bei dem Niveau? Oder mich vorgeschickt? Oder wolltest du mich einfach mal ins kalte Wasser schmeißen? Ich sag mal so, bei den Medienspielen war es immer so, dass man erst gefahrlos zum Korb gehen konnte, wenn die Mexikaner in Jeans nicht mehr in deiner Halle waren. Und auch wenn ihr keiner Jeans anhat, ich hätte schon Verletzungssorgen für mich. Aber bei dir ist das nicht so schlimm. Ja. Deswegen, Bijalili macht das jetzt hier. Ey, übrigens, hier ist eine Legende im Coaching-Stuff, ne? BJ Armstrong ist schon da hinten. Well, okay. We are so excited to have you here today. So, Bong, nimm dein Mic, geht los jetzt. Ich muss jetzt spielen. Ich sag euch, wie es ist. Dieser Sport ist für mich eher was zum Zugucken. Ein Coach, einen mache ich für dich rein. Zeig mir, wie du es kannst, ja? Ein. No, und du schneidest das dann so, den immer in Wiederholung, als ob ich. Alter Schwede. Auf was für eine Scheiße habe ich mich hier eingelassen. Los. Dann gib ihm.
Wind, alle Ausreden drauf. Airballs droppen, aber natürlich war nur Probewurf. Alle zwei Minuten richtiger Joachim Noah vor. Triff uns an der Kursseite, Tetrapack verbohrt, weil alles geworden. Nee, ich wollte am Ende den Layup, also das Ding danken, und dann war ich so unsicher, ich so nicht, dass sie meckern, aber ich den Layup machen verpackt. Das war wirklich so, und dann war ich scheiße. Nico wollte auch danken. Was war los bei euch? Was war da los? Also, ich möchte an der Stelle mal betonen, ich habe diesen Sport nie unterschätzt. Heute bin ich gedemütigt worden. Wie wenig ich kann von dem ich immer denke, dass ich es kann. Doch, ich merke, dass es an Kleinigkeiten fehlt. Und dass man das echt nicht unterschätzen darf. Diese kleinen Dribblings, diesen Ball und zwischen den Beinen und sowas alles. Jungs, ihr macht das euer ganzes Leben. Respekt dafür. Wie war es denn für dich? Weil du hast nicht alles getroffen. Ja. Hat das an deiner Ehre gekratzt? Ein bisschen. Ich war noch nicht so ganz warm. Am Ende bin ich ein bisschen wärmer geworden. Ich wollte auch den letzten Layup danken. Und ich bin so hochgegangen, dass ich nicht, dass sie meckern. Und dann habe ich den Layup probiert und dann habe ich erkannt. Ja, weil die sich dachten, die haben die ganze Zeit gesagt, Layups. Und ich dachte nicht, dass sie dann so empfindlich werden, wenn man sich da ranhängt oder so. Da habe ich gesagt, scheiße, ich wollte den Layup noch machen und habe ich verkackt. Aber Dre, Coach, woran muss ich arbeiten? Oder woran nicht? Ehrlich gesagt, so nach 5 Minuten habe ich nicht mehr viel gesehen, weil meine Augen so gebrannt haben. Ich hoffe, dass ich bis morgen besser das Spiel sehen kann. Aber so ein Niveau der Pistons hier über weite Strecken, oder? Nee, ich denke, wie immer bei solchen Fragen, er muss eigentlich an allem ein bisschen arbeiten. Ne? Nirgendwo bist du richtig gut. Also nirgendwo wirklich ein bisschen gut. Ich weiß nicht genau, woran ich gut bin hier. Das habe ich eben festgestellt. Aber ey, das muss ich sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr demütig dem Ort gegenüber, wo wir das hier gemacht haben. Das müssen wir mal vor Augen führen. Das ist der Court, auf dem hier morgen gespielt wird. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, weil die Gruppen so groß sind, du findest deinen Rhythmus nicht. Weil jedes Mal, wenn du so ein bisschen reinkommst, ist schon wieder die nächste Übung. Du merkst, er wollte sich reinspielen ins Team, ne? Natürlich, du musst ja auch sein. Du brauchst Wiederholung, natürlich. Du brauchst es, um reinzukommen und dann zu sagen, jetzt kann ich spielen. Das ist wichtig. Wo würdest du eigentlich sitzen? Da drüben, auf den Plätzen, ne? Da wird, also... Ja, da sind die, das sind die Bänke. Oder? Ich weiß gar nicht, ob die hier sitzen oder da. Ich glaube da, ne? Ja. It is what it is. Leute, das war mir ein Fest. Jalil, das war mir auch ein Fest. Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall später. Ja, wir werden hier ein Basketballspiel gucken. Yes. Ja, hoffentlich sehen wir morgen ein bisschen Basketball, weil das war nicht so nah dran an dem Sport. Ist das unangenehm. Egal. Und du hör auf zu lachen, wenn du mich filmst. 1-1, komm. Heute ist es soweit. Heute ist der große Tag. Heute ist das Spiel Detroit Pistons gegen Chicago Bulls. Paris Game 2023. Wir freuen uns. Wir haben richtig Bock. Aber wir wollen euch noch ein bisschen was von der Stadt zeigen. Und deswegen haben wir uns die Aufgabe gemacht, heute ein bisschen durch diese Stadt zu ziehen, um euch noch ein bisschen was von Paris zu zeigen, bevor es nachher ernst wird. Und da fahren wir jetzt hin. Unter Einsatz unseres Lebens. Nutze, was ich habe, jeden Tag immer aufs Neue. Was ich nie getan habe, ist auch, was ich dann bereue. Was ich immer wollte, Dicker, hole ich mir heute. Habe nur Familie und mich keine... Leute, wir sind im NBA-Haus. Das ist ein Ort, an dem die Partner der NBA so ein kleines bisschen Raum schaffen, damit Leute ein bisschen zocken können. Und sie bringen mal eben Joachim Noah und Tony Parker hier in die Halle und die zocken da hinten halt. Also. Tragt ihr seine Outfits wie die Models aus der GQ, das in Gold liegt. Nie hab lang genug gewartet, dass sein Album erscheint. Dass auch mal Straßenrap und Technik zu einem Zeitpunkt vereint, wo deutsche Rapper nur auf Instagram die Straße. Aber ist schon lustig hier, oder? Also, ehrlicherweise viel Spielkram, aber während du hier dich darauf konzentrierst, deine mittelmäßigen Skills hier zum Besten zu geben, spielen da Tony Parker und Joachim Noah mal eben so erst Horse und dann 3-on-3 mit ein paar Formel-1-Fahrern. Das waren die kleinen Leute, die da standen. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich kannte die nicht. Das war Formel-1-Fahrer, der Franzosen. Ah, okay. Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wie heißt der? Leclerc oder was? Ich glaube, der eine ja. Aber kommen wir zu Parker und Noah. Ja. So. Erzähl uns ein bisschen was zu den Jungs. Ja, Tony Parker ist mehrfach Meister geworden mit San Antonio. Das ist echt einer der vielleicht sogar der größte französische Basketballer. Einfach ein geiler Typ. War ja mit De Longoria verheiratet. Die kennst du ja vielleicht besser. Und Noah war einfach Sohn von Tennisspieler. Ne? Ja. Wie heißt der Vater nochmal? Der Vater heißt? Oh, gute Frage. Joachim Noah, der Sohn und jetzt brauchen wir so eine Sprechblase. Wird eingeblendet unten, wie er heißt. Der zweite Matchball, aber diesmal bei eigenem Aufschlag für Yannick Noah. Ja.
das ist der Sieger. Auf jeden Fall ein sehr guter Tennisspieler. So, ja. Der Sohn hat ja bei Chicago gespielt damals mit Derrick Rose. Geiler Center. Kann nicht wirklich werfen. Eigentlich keine Post-Move bei 2K. Würde ich den nicht nehmen. Aber geiler Verteidiger. Immer halt alles auf dem Feld. Wirklich Einsatz, immer 100%. Und einfach ein wahnsinnig geiler Typ. Hast du gesehen, kommt hier rein mit seinem Hut. Geflochten irgendwie, 1000 Farben. Auch ein Lebemann. Der hat wirklich gelebt am Ende in seiner Karriere auf jeden Fall. Glaube ich auch. Und ich bin ja so jemand, der dann auch, obwohl du mich öffentlich in deiner Story demütigst, auch gerne dir eine Freude machen möchte. Deswegen habe ich gedacht, lade ich ihn einfach mal ein. Oh. Hol ihn mal her, dass wir mal kurz ein bisschen mit ihm schnacken können. This is Joakim Noah. Over here with my guys from Germany getting buckets. Let's go. Peace. Thank you. What's your expression about this for this NBA day here in Paris? No, it's a very special time for me. You know, my first NBA game was here 25 years ago. My father took me to the game against when Michael Jordan was playing. So for me, it's a full circle moment being from Paris and watching the Bulls play. It's all about, you know, growing the game now and it's a lot more chill than being on the floor and, you know, getting rebounds and diving for loose balls, that's for sure. Who's going to win the championship this year? It's pretty open, right? That's a good question. It's pretty open. In the West, I love Memphis. I think Memphis is tough. And in the East, I think Boston's going to be really hard to beat. Awesome. Thank you very much. We need last one photo, please. Come on, guys. Yeah, ich glaub ich flieg heute straight aus B und Doppel N für die Hood Boys. Immer unter Stress, weil das Geld läuft. Black Cherry Punch ins Paper, ich flieg heute. Es war schon ein bisschen deprimierend zwischen dir und Joakim Noah eben zu stehen und zu merken, ich bin aber 40 cm kleiner als ihr beiden. Aber das gehört dazu. Ich wollte gerade sagen, also ist ja nun mal geringer mal Basketball hier, ne? Also, stimmt. Ja, schon die längeren Leute. Ja, das habe ich auch wieder für mich festgestellt, wie ich das ganze Wochenende oder die ganze Woche hier auch ein bisschen demütiger geworden bin, nochmal wieder dem Ganzen gegenüber realisiert, wie weit ich davon entfernt bin, wirklich auf diesen Court zu gehören, wie klein ich bin für diesen Sport, aber trotzdem, wie viel Freude ich daran habe, das Ganze hier irgendwie so zu begleiten und immer dabei zu sein und wie viel Respekt ich vor den Leuten habe, die so lange dabei sind, so wie du. Wir haben heute ein schönes Spiel. Ehrlich, hast du ja auch zu Recht gesagt, sportlich vielleicht nicht so das Wichtigste und Dramatischste, was wir jetzt in einer NBA-Saison haben können, aber trotzdem, die Tatsache, dass es hier ist, ein bisschen freust du dich jetzt trotzdem, oder? Da fragst du den falsch. Ich meine, letzte Woche war ich in L.A., ich habe da 5 Spiele gesehen in der Crypto.com Arena. Von daher, ich freue mich schon, dass es in Europa ist. Ne? Weil von den Leuten, die vielleicht dann nicht Bock haben, rüber zu fliegen, wo man es zeigt, okay, hey, wir denken auch an den europäischen Markt, wir bringen euch hier die Teams. Ich glaube, es ist auch so eine Feier, man sieht das ja auch eben gerade hier. Da kommt jemand mit dem Carmelo Anthony Trikot dabei, vorbei. Ja, ihr spielt halt nicht die Knicks. Ne? Ihr habt schon Clippers, Jerseys, alles Mögliche gesehen. Also ich glaube, die Community in Europa feiert das so ein bisschen. Deswegen war es ja auch schnell ausverkauft. Und das ist halt schön, dass die NBA zeigt, okay, wir vergessen euch nicht. Das Spiel selber, da bin ich auch zu abgewichst, sag ich ganz ehrlich. Hey, das geht mir aber genauso, glaube ich. Dazu hat man, also das ist vielleicht ein bisschen dekadent, das gebe ich zu und das gilt für dich aus, aber dafür haben wir schon zu viel gesehen. Trotzdem freue ich mich immer jedes Mal über die Tatsache, dass du merkst, Leute sind hype drauf. Und wir haben hier schon auch Deutsche getroffen. Du merkst, finde ich, jedem, der hier ist, daran, dass es was Besonderes ist. Ich glaube, die Franzosen drehen halt wild drauf rum. Ich habe schon von einer Menge Deutsche gehört, auch aus der Rap-Szene, die alle da sind, von denen ich gar nicht wusste, dass sie hier sind. Also alle sind irgendwie am Start und haben Bock. So, und es ist auch eigentlich schon fast nur eine Hoffnung, dass wir das vielleicht auch irgendwann mal in Deutschland haben werden. Wir hatten es ja schon mal in Deutschland, nicht während der regulären Saison, aber schon. Ja, das ist ja entscheidend, das ist ja entscheidend. Ja, aber damals waren die Hallen auch sehr leer, muss man sagen. Also ich glaube, die NBA, die guckt natürlich schon sehr genau drauf, wird das angenommen. Ne? Und klar hatten wir Spiele wie damals die Spurs in Berlin, die Mavs in Berlin, da war ausverkauft, da war auch gute Stimmung. Aber im Endeffekt ist es halt so, während der regulären Saison, das muss halt sitzen. Wenn die NBA herkommt, dass die Halle ist halb leer, das geht einfach nicht. So muss man auch ehrlich sagen, Paris, London, wo das Spiel vorher war, das ist nochmal eine andere Hausnummer als Berlin. Aber natürlich, wenn wir überlegen, wenn wir jetzt Franz Wagner, mit Moritz Wagner bei Orlando Magic, wenn die in Berlin spielen würden, dann wäre die Arena auch voll. Und die ist auch jetzt nicht viel kleiner als hier, von daher NBA. Make it happen, ey. Hey, wir wären bereit sonst, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, sagt Bescheid. Ne? Also Dre und ich kennen so ein paar Leute. Wir könnten da was möglich machen. Wir haben auch noch ein paar Leute hier mit eingeladen übrigens. Es sind nachher noch, also irgendwo in der Halle werden schon zum Beispiel Pimp und DP auch sein, die noch mit eingeladen. Kenn ich ja beide, ja. Beide Family of 2K.
Deswegen mal gucken. Wir werden heute keinen auszocken können, aber wir werden ein bisschen Basketball gucken. Paul läuft hier noch irgendwo rum. Jalil kommt nachher noch später wieder dazu. Also es wird wieder ein Family-Abend hier. Ja, so soll es ja auch sein. Einfach ein bisschen Basketball gucken, entspannt. Vielleicht Bierchen trinken. Was man so macht halt, ne? Und genau das machen wir jetzt. Und jetzt gucken wir mal rein in die Halle. Digga, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hast es hergemacht, ne? Ich hab heute Morgen in der WhatsApp-Gruppe gesehen, du wolltest aus, ich darf ja sagen, Hof Geist mal losfahren. Na klar, ja. Das erste um 5.52 Uhr ist der Zug ausgefallen. Ey. Wie hast du es geschafft? Ich sag's, wie es ist. Ich habe 2 Stunden geschlafen, bin dann irgendwie so gestruggelt über Hagen. musst du mal Dre fragen wahrscheinlich. Der ist der Einzige, dem Hagen was sagt. Ja, aber es gibt so eine Frage, die ich stellen könnte. Wisst ihr ja nicht, wie viele Basketballvereine Hagen hat? Und wenn ja, warum? Beantwortet es mir und ihr kriegt was von mir geschenkt. Ich weiß auch nicht was. Jetzt wird's wild. Ich kenne nur, der Hagen kriegt einen verkleinerten Magen. Das war's. Aber auf jeden Fall, ich habe es geschafft. Ich habe 2 Stunden gepennt. Es war super tough. Wir hatten einen super langen Tag. Schneechaos und so kommt ja auch auf einmal noch. Aber ich bin glücklich, dass ich hier bin. Und ich hoffe, Real Rap, letztes Mal, ich war in Chicago beim Bulls Game, bin eingeschlafen, weil ich Jetlag hatte. Ich hoffe, heute werde ich nicht einschlafen. Hast du einen Tipp? Ich habe Angst vor einem Blowout, wenn ich ehrlich bin. Die Pistons sind ja dieses Jahr nicht wirklich gut drauf, sage ich mal so, aber... Das ist der Grund, warum ich gleich noch los will und mir ein Pistons-Trikot kaufen möchte. Ey, ich habe hier, ich habe mich schon so ein Ding abgezogen. Und meine Single mit P ist doch auch am Start. Dann ist mir aufgefallen, ich rap doch sogar Bad Boys Team von Detroit. Ich flieg heute. Einfach Referenz, Digga. Was für eine Metaception. Und jetzt bist du hier. Apropos, oh mein Gott. Wo wir gerade dabei sind, komm mal zu mir. Der Onkel hat gerufen. Da bin ich wieder. Du hast mir diesen Namen gegeben und seitdem verselbstständigt er sich übrigens. Also, es gibt mehrere Leute, die anfangen, mich Onkel zu nennen. Ach, jetzt wirklich? Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also, fühl dich geehrt. Ja, danke schön. Obwohl der Onkel ist der, von dem man Respekt hat, ne? So oder? Muss das sein, auf ja, jeden Fall. Ich bin ja der Onkel auf Arabisch und auf einmal nennen mich auf einmal alle Onkel Ammo. Und ich will das auch nicht, aber ja. Ammo und siehst Onkel. Du, ey, das mit dem Onkel nehme ich an. Schön, dass du hier bist. Hast du Bock? Ich habe übertrieben Bock. Erstmal vielen lieben Dank wieder, dass ich da sein darf. Chicago ja, gerne. Bulls, wann darf man sowas denn erleben gegen Detroit Pistons? Und wir sind am Start. Geilo. Du hast dich ja auch relativ spontan auf den Weg gemacht. Hat bei dir alles geklappt? Alles gut gegangen, bisschen Schnee gelegen. Kennst auch, die Leute fahren ein bisschen crazy, aber wir sind heilfroh hier angekommen und haben jetzt Bock auf ein geiles Spiel. Bulls oder Pistons, die Frage muss ich dir nicht stellen, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die falsche Antwort gebe, aber eigentlich Bulls. Das wird, also Biff sagt schon Angst vor dem Blowout, Dre sagt, das kann düster enden, so. Deswegen will ich mir ein Pistons-Trikot kaufen, weil ich glaube, die kriegen richtig auf den Arsch. Echt? Ja, aber wir finden es gleich raus. Ey, ich hab Bock, let's go! Detroit gegen Chicago, yeah! Und wir sind dabei. Ich glaub, ich flieg heute H-Town King back für die Street Boys. Yeah. Bisschen laid back, wenn der Beat läuft. Bad Boys Team von Detroit, ich flieg heute. Wir sind im letzten Viertel, es sind noch 9 zu spielen. Ja. Bulls führen mit 13. Ja. Was ist dein Zwischenfazit? War so, wie das Spiel vor sich hin plätschert und Detroit wirklich nicht rankommt, wird sich das wahrscheinlich auch nicht ändern bis zum Ende. Ich habe mir ein knappes Spiel gewünscht, sieht leider nicht wirklich danach aus. Ich habe von Dre beim Training bei den Pistons, als wir geguckt haben, so ein Ding gelernt, ob du taped oder not no tape bist, wenn du zum Spiel, also ob du dich getaped hast oder nicht. Mhm. Daran kannst du erkennen, ob du intensiv ins Training gehst oder nicht. Und? So wie du dir das Spiel anguckst, hast du das Gefühl, die Spieler sind getaped? Boah, also von Detroit ist maximal irgendwie einer getaped und es ist nicht Killian Hayes. Und von den Bulls hat sich Levine auf jeden Fall safe getaped, weil der hat was vor und der hat jetzt schon bestimmt 25, geht auf die 30 zu. Also nicht im Alter, sondern im Scoring. Und, danke für die Erklärung, die war wichtig. Ja, auf jeden Fall. Für die Älteren unter euch. Sieht gut aus mit den Bulls, sieht gut aus. Bist du denn sonst zufrieden mit der NBA hier so in Paris? Also hat sich der Ausflug gelohnt? Ich meine, ehrlicherweise, wir beide haben uns jetzt endlich mal persönlich kennengelernt. Ja. So, jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Allein deswegen hat sich der Ausflug schon gelohnt. Ja. Und egal, wo die NBA zu sehen, den Zirkus, wenn der in Town ist, es lohnt sich immer. Wenn man NBA-Fan ist, wenn man Basketball-Fan ist, dann ist es immer cool, dass drumherum der Zirkus kommt und man wird nicht enttäuscht. Ey, ich muss dir sagen, ne? Ich habe hier gestern Abend unten darauf trainieren können. Ihr habt es gesehen und es gibt ganz mieses Beweismaterial über mein Versagen. Und trotzdem hat es mich ein bisschen... Es angefixt. Ja, es freut mich ein bisschen zu wissen, ich habe auf diesem gleichen Court, auf dem die da gerade nice. Mittelmäßig performen, habe ich gnadenlos verkackt. Ja. Trotzdem, ich war damit drauf. Ist okay. Nice. Coach, wir müssen reden. Ja. Was ist hier los?
Ja, eigentlich, dass es zu erwarten war. Ne? Eine Mannschaft, die die Playoffs wollen, vielleicht mal eine Runde gewinnen. Das ist Chicago. Und eine Mannschaft, die ja, für die Draft spielen. Das sind relativ früh nächstes Jahr jemanden ziehen können, der besser Basketball spielt, als die Jungs, die auf dem Feld stehen. Von daher, das ist ein Klassenunterschied. Das war aber auch zu erwarten. Stimmung in der Halle ist recht ruhig. Liegt das so ein bisschen am Spiel? Weil sie gehen immer schon durch, wenn es geile Aktionen gibt. Aber ich glaube, es ist dann doch so, dass so ein bisschen der Fan, die Fanverbindung zu den Teams fehlt wahrscheinlich, ne? Oder? Ja, ich meine, das sind natürlich viele vielleicht NBA-Fans jetzt hier, aber nicht unbedingt, glaube ich, viele Chicago Bulls oder Detroit Pistons-Fans. Und dann fehlt es halt. Ne? Dann gibt es wirklich nur Applaus, ne? Dann wirklich mal eine geile Aktion. Wir haben ein paar LUPs, die waren nice, ein paar Dreier, alles gut. Aber du hast nicht diese Sprechchöre. Hast du ehrlich gesagt auch in der NBA-Arena manchmal nicht. Aber du hast zumindest eine Halle, die zusammen hinter einem Team steht. Und das ist hier gar nicht. Das ist mehr so Operettenpublikum, sagt man gerade. Ne? NBA in Town, wie war das für dich? Ich meine, es ist ja schon ehrlicherweise wieder ein schöner Klassenfahrtsausflug, den wir hier machen. Das auf jeden Fall. Nur wie gesagt, ich meine, ich bin auch abgebrüht. Ja? Ich meine, ich war letzte Woche in L.A. Nächste Tag wieder mega weirde Flex, aber ich war nochmal in L.A., hab da die Lakers gesehen, alles in der Crypto.com Arena. Jetzt bin ich hier, ich bin in zwei Wochen dann wieder in New York für die Knicks und die Nets sein. Das ist dann auch was anderes. Das ist halt gesagt, es ist eine schöne Veranstaltung für die Fans in Europa, ja, aber am Ende des Tages ist es halt nicht das echte Ding so. Ne? Aber ist schön, wir hatten Spaß, das kann man glaube ich sagen. Ey, du bist voll im Flow, kann ich dich kurz stören? Gerne, ja. Was, du bist glaube ich einer von den 10, die in der Halle richtig abgehen die ganze Zeit. Feierst du es? Ey, Stimmung ist irgendwie noch beschissener als in Deutschland, oder? Kann es sein? Sorry, no fronts. Aber so ein bisschen verhalten ist schon, oder? Und du versuchst gerade alles, um dagegen anzugehen, ne? Ich bin ehrlich gesagt halt, ich habe 2 Stunden gepennt, ich bin müde, ich muss in Bewegung bleiben, damit ich irgendwie fit bleibe. Das Spiel ist ja auch ein bisschen langweilig, wie erwartet, aber eben hat Wembanyama Magic Johnson getroffen und so, ey, Respekt, Bruder, dies, das, so ausgetauscht. Da bin ich auf jeden Fall heiß am Start. Ich bin auch eben mal runtergerannt, Lil Baby war auch am Start. Wie bist du da runtergekommen? Ich bin einfach da runterspaziert. Nico. Du weißt doch, wie das läuft normalerweise. Okay, pass auf, ich gebe dir jetzt diese Kamera in die Hand und gehst einfach nochmal runter. Das sind mir zu viele Treppen jetzt, sorry. Sag doch mal vorher Bescheid, Junge. Ich wollte eigentlich nur auf Toilette gehen und dann habe ich gesehen, da ist kein Security-Mann mehr und dann bin ich einfach runterspaziert. Das sind übrigens gute alte Groundhopper-Regeln, die man lernt, wenn man unterwegs ist. So immer gucken, wo die Ordner stehen. Das habe ich alles von dir gelernt, mein Lieber. Okay. Immer, also ich habe auch erwartet, dass ich heute in die Halle komme und du da unten irgendwo mit der Kamera am Hallen, am Spielfeldrand rumturnst. Ja, aber heute habe ich mir gedacht, nee, ich mache auf Relax. Wir haben hier einen Klassenfahrtausflug. Ich freue mich ja, dass du hier bist. Ja, wir bleiben gemütlich hier oben auf unseren Plätzen. Ja, das stimmt. Und lassen uns gut gehen. Und nachher dritte Halbzeit in der Hotelbar, lassen wir uns nochmal krachen. Okay, Ansage. Ich habe eine Frage, die musst du mal weiterleiten an Dre Vogt wahrscheinlich. Wo kommt es her, dass die sich nach dem Freiwurf immer so Hände abklatschen? So, gibt es eine Geschichte, wo und wann das zum ersten Mal passiert ist? Weil das passiert ja immer auch irgendwie lustlos und so, weißt du? Und ich frage mich, wann ist das out? So, wann gibt es das nicht mehr? Wo kommt es her? Bring das mal in Erfahrung. Dre, eine Frage. Ja. Pimp fragt gerade, woher kommt dieses lustlose Abklatschen bei Freiwürfen und wann wird das abgeschafft? Ja, das ist ja einfach so eine Geschichte, dass man, ja, man sagen will, er ist getroffen, nice. Aber gibt und so. Es irgendwie so eine History von wegen so, es gab irgendein Team, die das zum ersten Mal gemacht haben? Weil das ist ja mittlerweile nur so ja. Nö, das war aber immer so. Was willst du abschlagen? Willst du nicht beim einem Freiwurf so, ja, Alter, was geht? So, ja, aber es gibt auch sogar manche Leute, die warten noch auf den letzten Clap, bevor sie überhaupt erst wieder werfen. Das ist so ein bisschen Ritual, ne? Außerdem, ne, festhalten. Denk mal beim Volleyball. Da wird ja auch jedes Mal zwei abgeschlagen. Das ist eigentlich. Aber wird irgendwann mit dieser Routine gebrochen? Nein, du brauchst ja keinen Enthusiasmus. Du brauchst ein bisschen Skin von den Kollegen, Alter. Was bist du für ein asozialer Typ, dass deine Kollegen nicht anfassen willst? Ich weiß nicht, guck mal, da stehen doch, da, wenn ich jetzt bei den Pistons spiele, da haben meine ganzen Mitspieler schwitzige Hände. Wenn ich die noch abklatsche, dann werf ich da keinen Freiwurf mehr rein. Über die spielen, schwitzen die auf gar keinen Fall. Das stimmt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Aber auch das hätten wir geklärt. Die wichtigen Themen. Ja, wir geben zurück ins Funkhaus. Basketball, gibt es keine dritte Halbzeit? Du bist trotzdem darauf vorbereitet? Ich bin darauf vorbereitet, auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt ins Hotel und lassen den Abend noch ausklingen. Aber ich würde sagen, vielen, vielen Dank an
NBA 2K fürs möglich machen, denn wir hatten eine gute Zeit. Shoutouts. Family, kommt mit. Family, komm, ab. Da bist du ja, dich habe ich schon die ganze Zeit gesucht. Wo warst du? Ja, hallo, da bin ich. Hör mal. Bonjour, bonjour. Willkommen à Paris. Wie viel Französisch kannst du? Moi, je parle bien français. En tout cas, si vous voulez, on parle au début de maintenant juste en français. Nico, tu es là? Oui, oui. Je voudrais quelque chose à boire. Ah ouais, on va boire du bière, c'est pas de problème. T'inquiète, t'inquiète, on y va. Hat's dir denn wenigstens gut gefallen? Ey, ich hatte jede Menge Spaß. Ich muss auch ehrlich zugeben, da von den Plätzen, die wir hatten, es gab so viel Interessantes zu sehen. Ich konnte mich gar nicht nur aufs Spiel konzentrieren tatsächlich, weil dann auf einmal da Lil Baby und da Pharrell Williams und da Pimp auf einmal. Pimp einfach neben dir am Sitzen. Unfassbar. MVP. War geil. Ihr seht, wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Nochmal danke 2K, dass ihr es möglich gemacht habt. Wir sind draußen. Das war Getting Buckets. Wir gehen jetzt an die Hotelbar. Scheut euch nicht. Wir kommen auch gerne Eishockey gucken. Wir mögen auch Golf. Das geht hier nicht. Das ist ein Basketballformat. Ja, dann schneid das raus. Okay, schade. Nächste Format. Tust du rein. Morgen, du musst aufpassen, dass nicht Material in diesem Bericht jetzt landet, das nicht in diesem Bericht gehört. Schick mir privat noch. Ja, genau. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Mal, Getting Buckets. Macht's gut. Peace. Peace. Backspin.